50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 50 50. Jo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ja, Mittwochnacht, freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, der muss telefonieren, der muss die Nummer 0800 220 50 50 wählen oder mailen unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Eva. Eva ist 23 Jahre alt. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen. Guten Morgen. Weswegen rufst du mich an? Ich rufe an, weil mein Freund vor ungefähr einem Monat ein junges Mädchen umgebracht hat bei uns hier unten. Ich bin schwanger von ihm im 7. Monat. Wie lange seid ihr zusammen gewesen? Ein knappes Jahr. Ja. Er hat vor einem Monat ein junges Mädchen umgebracht. Ja. Wie alt war das Mädchen? 19. Warum hat er das getan? Also ich muss dazu sagen, er ist vorbestraft wegen Vergewaltigung. Und hat schon 3 Jahre und 8 Monate Jugendstrafe verbüßt. Wusstest du das, als du dich auf die Beziehung eingelassen hast? Ja. Und, aber ich dachte eigentlich, dass er mittlerweile erwachsener geworden wäre und dass er vernünftiger wäre. Was ist da nun genau passiert vor einem Monat? Er ist noch abends weg gewesen und ja, wollte dann noch in eine Diskothek hier reingehen, ist aber nicht mehr da reingekommen und hatte sie dann da getroffen und ist dann mit dem Taxi mit ihr da hochgefahren, also bei ihr in die Wohnung und ja, hat sie vergewaltigt und erwürgt. In der Wohnung? Ja. Er kannte diese Frau nicht? Doch, also er kannte sie schon, aber nur flüchtig. Nur flüchtig. War eine flüchtige Bekannte von ihm. Und nachdem er sie vergewaltigt hat, hat er sie erwürgt? Ja. Und die Frau war sofort tot? Ja, also nach der Auskunft von der Polizei war sie sofort tot. Was hat dein Partner, kann ich sagen, dein Partner oder dein Ex-Partner? Also jetzt mittlerweile sage ich Ex-Partner. Weil was hat der dann gemacht, nachdem er die Frau umgebracht hatte? Er hatte sich das Auto von seinem Vater ausgeliehen, weil er kein eigenes hatte. Und ja, war dann mit dem Auto verschwunden. Und ich habe ihn auch telefonisch nicht mehr erreicht bekommen. Ich habe das dann alles dann erfahren, wo ich am Samstag die Polizei dann vor der Tür stehen hatte. Ah, also er kam nicht nach der Tat irgendwann zu dir? Nein. Habt ihr schon zusammen gewohnt zu der Zeit? Nein, wir haben nicht zusammen gewohnt. Also ich hatte meine eigene Wohnung und er auch. Also er ist dann in der Nacht mit dem Auto erstmal rumgefahren. Wie kam die Polizei dann auf deine Spur und überhaupt auf seinen Namen, dass sie dann bei dir was erfahren wollten? Ich habe hier bei uns in einer Kneipe gearbeitet, eine ganze Zeit lang. Und da der Besitzer von der Kneipe mit dabei gewesen ist, wo die in die Diskothek rein wollten. Also, so kam die Spur zustande dann. Ja. Als die Polizei vor deiner Tür stand, haben die gleich gesagt, was passiert ist und unter welchem Verdacht er steht? Ja, sie sind erstmal direkt bei mir in die Wohnung rein und sind mir quer durch die Wohnung durchgerannt. Ich wusste da noch gar nicht, was war. Und dann haben sie mich ins Wohnzimmer gebeten und haben mich dann gefragt, ob ich den Oliver Alves kennen ob ich ihn kennen würde. Und dann dachte ich, ja sicher, ja, und mir ist dann, also irgendwie ist mir direkt klar gewesen, dass was Schlimmeres passiert sein wird. Also die haben das da in dem Moment noch nicht gesagt?
Nein, also ich hab direkt die Vermutung gehabt, dass eine Frau vergewaltigt worden ist, weil ich ihm das direkt zugetraut hätte. Hat man ihn denn bis heute gefunden? Ja, man hat ihn, also von Donnerstag auf Freitag ist es passiert und darauf, den Montag, ist er mit Polizeihubschrauber und mit Einsatzwagen, ist er dann bei seinen Eltern in der Garage gefunden worden. Hast du seitdem Kontakt mit ihm irgendwie gehabt? Nein, seine Eltern dürfen Kontakt zu ihm haben, aber kein anderer. Auch nicht du als zukünftige Mutter seines Kindes, das geht auch nicht. Nee, wir waren ja nicht verheiratet. Ja, schon, ja. Dann, Eva, was macht das mit einem Menschen, der verliebt war in diesen Täter? Was macht das mit dir, wenn du dir dieses jetzt, und wahrscheinlich hast du dir das 100.000 Mal schon vorgestellt, was er getan hat, was macht das in dir, was löst das in dir aus? Man weiß nicht so recht, wie man damit umgehen soll. Also es ist, also ich freue mich schon noch auf das Kind, aber es ist, ich wohne hier in einer kleinen Stadt. Da hat sich alles sehr schnell rumgesprochen. Also es sind ein paar Leute dabei, die bemitleiden einen, und dann gibt es auch welche, die sagen, jetzt bekommst du das Kind von einem Mörder. Und siehst du es für dich auch so? Ich denke, das Kind kann da nichts für. Das Kind kann natürlich nichts dafür. Dennoch könntest du ja so ein Gefühl haben. Was für ein Gefühl hast du ihm gegenüber? Also ich würde ihn gerne verstehen können, weil ich kann es nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch zu so einer Tat fähig ist. Hat er diese Tat schon gestanden mittlerweile? Nein, er hat bei der Polizei gestanden, dass er die Absicht hatte, sie zu vergewaltigen. Aber er könnte sich nicht daran erinnern, ob er sie jetzt getötet hätte. Und gesteht er denn, dass er sie vergewaltigt hat? Oder ob er nur, ja, das hat er gestanden. Ja, und jetzt soll ein Gutachter kommen und seine Glaubwürdigkeit prüfen. Jetzt sagst du, ich würde ihn gerne verstehen, aber sowas kann man natürlich nicht verstehen. Das reicht nun noch nicht so aus. Du musst doch in irgendeine Emotion sein, in Hass, Enttäuschung, in Ekel, in Empörung. Oder stehst du irgendwie noch unter Schock, was jetzt da passiert ist? Offensichtlich passiert ist. Ja, also unter Schock auf jeden Fall. Weil es ist einfach eine Tat, die kann man nicht begreifen. Ist es denn jetzt so, dass du hast gesagt, eigentlich sage ich jetzt mein Ex. Ist es so, dass du, hast du dich jetzt von ihm getrennt? Ja, ich habe mich von ihm getrennt. Weiß er das schon? Ja, das weiß er. Ich habe das meinen Eltern gesagt, die sollten es ihm bitte mitteilen. Ich würde dich nochmal fragen, du hast dich ja auf diese Beziehung eingelassen, obwohl du wusstest, dass er schon wegen Vergewaltigung im Knast gesessen hat. Ja. Hat dich das nicht sehr abgeschreckt und irritiert? Also was heißt abgeschreckt? Also er hatte ein anderes Benehmen gegenüber mir. Also ich hätte es ihm, ich hätte ja vielleicht gedacht, dass er vielleicht alkoholisiert gewesen ist und es dann in dem Zustand so weit gekommen ist. Also ich konnte es mir nie erklären. Wie lange lag diese Tat damals eigentlich zurück, als ihr euch kennengelernt habt, dass er eine Frau vergewaltigt hatte? Also das ist passiert, da waren noch keine 21, also er wurde noch nach Jugendstrafrecht verurteilt. Und jetzt ist er mittlerweile 26, also 6-7 Jahre sind da mit Sicherheit zwischen. Ja. Hat er dir denn mal versucht zu erklären, was da in ihm vorgegangen ist damals? Nee, er ist mir bei dem Thema immer ausgewichen. Aber er hat diese Tat damals gestanden? Ja, das hat er. Das schon. So, jetzt ist wahrscheinlich auch dein gesamtes Umfeld, deine Familie, alle sind schockiert, was jetzt passiert ist, und du lebst auch noch in einem kleinen Ort, sagst du? Ja. Kriegst du das auch ab, dass die Leute sich dir gegenüber irgendwie distanziert verhalten? Ja. Ja? Ja. Obwohl du ja nun gar nichts dafür kannst. Also man merkt schon, also, weil es kann irgendwie keiner verstehen, dass ich dann mit den Menschen zusammen gewesen bin und dass ich jetzt noch ein Kind von ihm bekomme, das macht die Sache irgendwie für viele nur schlimmer in dem Moment. Werfen die Leute dir auch vor, was ich jetzt gerade auch so gefragt habe, wie konntest du dich überhaupt auf den einlassen, wo du wusstest, dass der ja schon sowas gemacht hat? Ja. Das sagen die Leute? Ja. Ist für dich
das ganz klar entschieden, das habe ich gerade noch nicht so richtig kapiert. Ist es für dich klar entschieden, dass dieser Mann in deinem Leben nichts mehr zu suchen haben wird? Ja, ich denke halt irgendwo auch an das Wohl von meinem Kind. Mhm. Also ich habe schon Angst davor. Also ich weiß noch nicht, was es wird. Und wenn ich mir jetzt überlege, es könnte ein Mädchen werden und er könnte dann so meinem Kind was antun, das... Ja, das ist schrecklich. Und es ist natürlich auch schrecklich, die Vorstellung, aber darüber müssen wir jetzt noch nicht nachdenken. Aber man denkt sich ja in deinem Fall auch darüber nach, wie erkläre ich irgendwann in 15 Jahren vielleicht dem Kind mal, was der Vater gemacht hat. Ja, eben. Vor allen Dingen auch, wenn es dann hier in den Kindergarten kommt oder auf die Schule kommt, ob es dann von Mitschülern angesprochen wird. Vielleicht ist das sogar perspektivisch für dich klüger, wenn du irgendwo ganz anders hingehst. Oder du machst das in Begleitung mit einem Psychologen, dass das Kind zu frühzeitig da rangeführt wird. Aber das weiß ich auch nicht, wie man ein Kind da heranführt, dass der Vater ein Mörder ist und dass der Vater eine Frau umgebracht hat. Das weiß ich auch nicht. Das müsstest du natürlich mit Fachleuten besprechen. Mhm. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, dass du gut durch die Schwangerschaft kommst und dass du auch diesen Schock in irgendeiner Weise für dich verarbeiten kannst. Hast du Hilfe, so ein bisschen? Unterstützung, psychologische Hilfe meine ich? Ja, ich habe mit meinem Frauenarzt schon darüber gesprochen gehabt und der hatte mir dann gesagt, ich sollte mal zu einem Psychologen gehen. Und hat mir auch jetzt einen Namen gesagt. Achso, hat er schon. Finde ich auch, Eva. Finde ich auch. Die Situation, wie du sie schilderst, finde ich wirklich schockierend. Auch wenn du Freunde hast, nur eingebettet bist in Familie, ist das so, dass du einen intakten Familienkreis hast um dich rum? Ja, also ich muss schon sagen, seitdem das passiert ist, ist es besser geworden mit meiner Familie. Ja, aber dennoch finde ich auch, dass da fachkundige Beratung nicht schaden könnte. Nicht nur nicht schaden könnte, sondern sehr hilfreich wäre. Ich würde dir gerne auch noch von meiner Seite aus hier eine fachkundige Beratung noch anbieten, jetzt im Anschluss an unser Gespräch. Ja. Wärst du damit einverstanden? Ja. Ich finde, um das noch abschließend nochmal zu sagen, Eva, dass das Wichtigste ist, dass du dich jetzt versuchst, wieder ins Lot zu kriegen. Du musst deine Kräfte jetzt bündeln darauf, dass du das Kind gut zur Welt kriegst und dann für das Kind da bist. Wie das dann alles weiterläuft, das wird dann auch so die Zeit bringen. Und das werden viele Gespräche mit anderen Menschen auch noch brauchen, um da einen Weg zu finden. Mhm. Liebe Eva, du legst bitte auf und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, okay? Ja, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Meine lieben 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr diese Nummer wählen oder ihr meldet mir unter domian@wdr.de. An dieser Stelle Hinweis auf morgen. Unser Thema morgen heißt, meine Strafe war zu gering. Wir wissen nicht, wie viel Strafe dieser Mann bekommt, von dem wir gerade gehört haben, wenn er der Täter denn war. Und wir wissen nicht, wie er vielleicht irgendwann, nach Jahren über das denkt, was er getan hat. Vielleicht wird er auch sagen, meine Strafe war zu gering, was ich da bekommen habe. Ich möchte mit euch reden, die ihr eine Schuld auf euch geladen habt, welcher Art auch immer, und auch dafür bestraft worden seid, aber im Nachhinein sagt, nee, das war zu wenig. Ich habe zwar die Strafe absolviert, ich habe sie bekommen, ich habe sie angetreten, aber eigentlich war die viel zu gering für das, was ich getan habe. Das ist unser Thema morgen und da könnt ihr schon ab 0 Uhr anrufen hier bei uns zu diesem Thema oder uns eben mailen. Weiter geht's mit Alex. Alex ist 29. Guten Morgen. Morgen. Hi. Morgen, Alex. Was ist dein Thema? Mein Thema ist meine komische Beziehung zu meinem Ex-Freund. Mhm. Wie lange ist er schon dein Ex-Freund? Seit September, also seit fast einem halben Jahr ungefähr. Ja, und wie lange wart ihr vorher zusammen? Mit Unterbrechung 1,5 Jahre. Ja, und warum ist diese Beziehung zu dem Ex-Freund komisch? Weil ich immer noch an ihm hänge, obwohl so ein Misstrauen da ist. Ich hatte immer das Gefühl, dass er mich betrügt. Das fing schon nach 2 Monaten an.
da wir zusammen waren, da habe ich dann so ein komisches Gefühl gehabt, habe in seinem Handy nachgeschaut, was ich früher nie getan habe, was mich schon sehr ärgert, dass ich da überhaupt sowas fähig war. Mhm. Und habe dann prompt gesehen, dass er sich da mit irgendwelchen Mädels getroffen hat. Und obwohl ich ihm gesagt habe, dass er ehrlich zu mir sein kann, weil ich treffe mich ja auch mit Jungs und das ist überhaupt kein Problem. Deswegen verstehe ich nicht, wieso man sowas mir verheimlichen muss. Mhm. Und so ging das immer weiter, hat mich dann immer weiterhin auch belogen. Und ich habe immer gedacht, dass ich mich dann von ihm trenne, und er hat mir aber immer gesagt, dass er mich liebt und dass das alles nichts ist, er betrügt mich nicht, das hat Wer hat sich denn dann von wem getrennt? Ich habe mich letztendlich von ihm getrennt, Aufgrund dieser Unzufriedenheiten und der Fremdgeherei? Ja, es kam dann noch zu einer heftigeren Situation. Ich habe dann, ich wusste ja, dass er chattet, und habe dann mich da wo er war, je nachdem, habe ich mich unter falschem Namen und mit einem falschen Bild auch eingeloggt. Und wie kann das? Heißt, du hast mit deinem Freund gechattet und er wusste nicht, dass du bist. Ja, richtig. Und da hast du den wahrscheinlich von einer ganz anderen Seite kennengelernt, als du ihn sonst kanntest. Nicht viel. Also er war ein bisschen heftiger, so in dem, weil ich ja auch heftiger war. Also ich war jetzt nicht ich war einfach so eine kleine süße Maus eben, und die eben scharf einfach nur auf Sex war, und er ist voll drauf eingestiegen. Hast du die Sache dann aufgelöst noch während des Chattens, wer du bist? Nein, ich habe sie am nächsten Tag aufgelöst, als ich dann mit ihm Schluss gemacht habe und er gesagt hat, so, ja, er hätte gewusst, dass ich es war. So, aber ich glaube ihm das nicht. Unzufriedene Beziehungen, seltsame Sachen sind gelaufen, Unzufriedenheiten, Lügereien, irgendwie Fremdgehen. Ja. Das Ganze liegt ein halbes Jahr jetzt zurück und trotzdem sagst du kommst nicht von ihm los. Warum nicht? Wir haben weiterhin, wir hängen aneinander, ja, also er sagt auch, dass er mich liebt, und ich liebe ihn auch, aber ich kann ihm das alles nicht glauben. Das Problem ist, dass er, das hat er mir gleich zu Beginn der Beziehung erzählt, er ist von seinem Vater jahrelang missbraucht worden. Und das ist für ihn sehr schlimm, er hat mit niemandem darüber geredet, nur mit mir, und ich habe immer so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, dass ich das deswegen alles immer durchgehen lasse, die ganzen Lügen und Wie alt ist er? Er ist 26. Hat er denn aufgrund dieses Missbrauchs, war er in einer Therapie? Nein, er hat mit niemandem drüber gesprochen, mit niemandem. Auch nicht mit einem Arzt? Nein, mit niemandem. Nur mit dir? Nur mit mir, ja. Ist natürlich fatal, Alex, ich sag mal, nur in Anführungszeichen, wegen... Also wirklich jetzt nur in dicken Anführungszeichen, missverstehe es bitte nicht, dann so nachsichtig zu sein mit jemandem, kann nicht der richtige Weg sein. Der richtige Weg muss sein, wenn er so etwas Schlimmes erlebt hat, dass er dann eigeninitiativ sich eine Hilfe sucht, um mit und an sich zu arbeiten. Ja, aber er hat halt einfach, er sagt, er kann das nicht nochmal durchgehen, er will mit niemandem drüber sprechen, er kann das einfach nicht. Wir haben ja selber auch nicht drüber geredet, er hat mir das einmal erzählt, weil ich ihm gesagt habe, dass ich Lügen nicht ausstehen kann, und dann hat er mir das gesagt und schwupps, und danach war es vorbei, das Thema. Ja, das ist natürlich dann tragisch, aber letztendlich kann so etwas nicht herhalten, als immerwährende Entschuldigung für ein Fehlverhalten, auch ein demütigendes Fehlverhalten eben für dich jedes Mal. Das geht nicht. Das geht nicht. Also bei allem Mitgefühl jemandem gegenüber, der so etwas erlebt hat, das kann man nicht machen. Das kann man selbst sich antun, darf man eigentlich auch der Person nicht antun. Weil die kapiert, irgendwann ritualisiert sich ja so ein Verhalten auch. Und dann macht er das immer wieder und immer wieder und hat das dann irgendwie auch immer als Ausrede parat. Und vielleicht ist es auch irgendwie eine Ausrede. Es kann alles zusammenhängen, ja, vielleicht, aber es kann auch sein, dass er sich jetzt bequem macht. Ich spreche jetzt gerade sehr hart. Ich weiß nicht, was er mitgemacht hat. Aber es kann auch sein, dass er sich bequem macht und das sowas immer irgendwie so vorschiebt und nach dem Motto, ich habe es schwer gehabt und deshalb bin ich jetzt so, wie ich bin, und nehme mich so hin. Nee, so geht das nicht. So geht's wirklich nicht. Ja, es ist schwierig. Also es ist echt schwierig, weil ich versuche mir immer zu glauben. Und er sagt dann immer so, ja, du glaubst mir eh nicht. Und glaub doch, was du willst. Und ich kann auch nicht mit ihm normal darüber reden. Also dass ich sage, bitte erklär es mir. Ich will es verstehen, weil ich bin wirklich, ich bin ja bereit, ihm zuzuhören. Aber er will es nicht. Er blockt total ab. Und aber dann müsste ihm jetzt auf jeden Fall, jetzt müsste ihm eigentlich ein Licht aufgehen, dass er so verquer ist in seinen Verhaltensweisen, dass er irgendetwas an sich tun muss.
Und hab ich auch gedacht. Ja, finde ich schon. Das müsste ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Aber es ist leider immer wieder so, dass er dann sagt, ja, er weiß schon, was er getan hat und dass es alles scheiße ist und er will das nicht und er hat sich jetzt geändert und dann haben wir wieder eine Zeit lang zu tun und ja, dann geht es wieder ins alte Muster zurück. Das glaub ich auch. Deswegen habe ich das ja auch beendet. Ja, so wie du ihm jetzt schilderst, könnte ich schwören, dass das immer dasselbe ist. Ja, wenn ihr euch jetzt wieder ein bisschen annähern würdet, nach einer gewissen Zeit passieren wir all die Sachen, die du kritisiert hast und die dir wehgetan haben. Dann kommt wieder die Phase der Reue und dann kommt wieder vielleicht eine Phase, wo es ein bisschen besser geht und dann kommt wieder das Schlimme. Ja. Und insofern ist deine Entscheidung richtig, da einen Schlussstrich gezogen zu haben. Ja. Vielleicht leider. Vielleicht auch ihm das Signal zu geben, wenn da noch Gefühle sind von beiden Seiten, dann muss er etwas in die Waagschale werfen. Dann muss er beweisen, dass er sich verändern will. Dann, wenn er dir sagt, okay, ich habe das verstanden, dass es so nicht geht, ich gehe jetzt zu einem Psychologen oder zu einem Psychiater, ich arbeite an mir, dann könnte man ja nochmal ganz neu alles bedenken. Ja, aber jetzt würde ich an deiner Stelle da auch eisern sein und sagen, nee, so leid es mir tut und wenn da auch noch Gefühle im Spiel sind, nee, nicht mehr. Ja, ich weiß, das ist... Ja, ist meine Meinung, Alex. Ja, ich weiß, es ist auch... Ich weiß es ja, also ist ja das Schlimme, dass ich es weiß, aber dass einfach dieses Gefühl bei ihm so stark ist und ich will ihn beschützen und ich will ihn von allem Schlimmen dieser Welt ja, erhalten. Aber du wirst ihm, so hilfst du ihm nicht. So mauerst du ihn quasi noch ein in seinen Verhaltensweisen. Mhm. Ja, das kann nur von anderer Hand aufgebrochen werden, was da los ist. Ja, ich hoffe, wenn nicht ich, dann hoffe ich, dass er es irgendwann für jemand anderen macht. Vielleicht, ja. Ja. Ich hoffe. Lieber Alex, alles Gute. Dankeschön. Alles Liebe. Auch. Tschüss. Danke, tschüss. Kerstin ist 25. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Kerstin, ja. deswegen bist du bei mir hier telefonisch. Mein Thema ungefähr so sexuelle Angebote vom eigenen Opa oder beziehungsweise Stiefopa. Mhm. Das heißt, mein Opa hat mir früher schon mal Angebote gemacht. Das heißt, mit 16 Jahren hat er mir Geld auf den Tisch gelegt. Wenn er mich sexuell befriedigen darf, dann darf ich das Geld behalten. Jetzt neuerdings macht er mir das Angebot, wenn ich mit ihm schlafe, dann bezahlt er mir den Führerschein. Und ich finde das ziemlich krass, weil... Er hat aber vorher, als du Kind warst, hat er seine Finger von dir gelassen. Ja. Ich bin sozusagen, mein Vater ist früh gestorben, bei meinen Großeltern groß geworden und da war nie großartig was, bis es später anfing, als ich halt zur Frau wurde, halt dann solche Rundungen waren und so. Als er zum ersten Mal dir dieses Angebot gemacht hat, als du 16 warst, hast du da mit ihm noch in einer Wohnung gelebt? Nein, und mit ihm zusammen gewohnt habe ich nicht, nur nebenan früher. Mhm. Und mit 16, da habe ich schon ein bisschen weiter weg gewohnt. Ach so. Aber wir sind halt immer mal wieder hingefahren und es ist einfach nur... Wer ist wir? Du... Also meine Mutter und ich sind dann da hingefahren. Ach so, da gibt's auch eine Mutter. Ich hatte gerade so verstanden, als heißt du ausschließlich bei den Großeltern aufgewachsen. Nee, da gibt's auch noch eine Mutter. Hast du das damals deiner Mutter erzählt? Nein, ich habe mich nicht getraut. Und auch jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das meiner Mutter sage. Nur irgendwie, ich habe das Angst, dass mir das keiner glaubt. Ja, lebt die Oma auch noch? Ja. Wie war denn dein Verhältnis früher zu Oma und Opa? Also meine Oma und mein Opa waren eigentlich mein Ein und Alles, weil... Aber da muss doch für dich, als du 16 warst und er das gesagt hat, da muss doch für dich eine Welt zusammengebrochen sein. Ist es auch. Also ich bin, kann man sagen, fast schockiert. Mhm. Ich kann es gar nicht ausdrücken. Ich bin noch schockierter, dass er das jetzt nochmal versucht, wo du 25 bist und dir sagt, wenn du mit mir schläfst, zahle ich dir den Führerschein. Ja. Wie alt ist der Opa? 78. Ich meine, ich meide den Kontakt. Was hast du denn darauf geantwortet, als er das gesagt hat? Ich sag, du spinnst doch. Ich sag, hast du schon mal überlegt, was du da überhaupt redest? Aber. Ist er denn geistig noch ganz. Ja, ganz geistig ist er ganz fit. Also. Absolut klar, er ist gesund. Ja, er ist nicht geistig verwirrt. Mhm, nicht. Also, worauf man das hinterher schließen kann, aber. Mhm. Das Verhältnis zwischen dem Opa und der Oma ist nach wie vor, ist das okay, so wie alte Leute halt zusammenleben. Wie alte und das Leute ist, sind. Also, du siehst, wenn du ihn nicht sehen willst, siehst du ihn nicht oft. Also ich wohne eine Stunde mit dem Auto weg. Ich
fahre nicht mehr alleine hin. Ich fahre entweder mit meiner Mutter hin oder ich nehme eine Freundin mit oder irgendwie so, weil alleine will ich gar nicht mehr, weil ich finde es einfach nur eklig. Ist das eigentlich der Stiefvater von deiner Mutter? Ja. Ja, der Stiefvater von deiner Mutter. Also, das ist natürlich heftig. Das ist wirklich extrem heftig. Ich habe wirklich Angst, dass mir das keiner glaubt. Ich wollte immer mal meiner Mutter sagen, aber... Meinst du nicht, dass er... Hat er denn keine Angst, dass du das seiner Frau, deiner Oma erzählst oder deiner Mutter erzählst? Wahrscheinlich ist er so abgebrüht und denkt, ach, das ist so ein liebes, nettes Mädchen. Die macht das schon nicht so nach dem Motto. Meine Freundin sagt, ja, habe ich das erzählt, sagt sie, mach doch. Ich sag doch zu ihm, ja, aber erst bezahlst du mir einen Führerschein, dann schlafe ich mit dir und dann sagt sie, ja, dann machst du es einfach nicht. Dann sagt sie, hier, kann er ja nicht sagen zu deiner Oma, ich habe ihr den Führerschein bezahlt. Nein, ach, nee. Auf so Spielchen würde ich mich gar nicht einlassen. Also ich finde einfach nur, der Gedanke ist für mich eklig. Nein, das ist so, das musst du sowas von radikal alles weg von dir schieben. Wie ist das Verhältnis zwischen deiner Mutter und ihrem Stiefvater? Schlecht. Wundert sich denn deine Mutter, dass du da ein bisschen dich zierst, da hinzufahren? Wundert man sich darüber? Nö. Ich kann das gut kaschieren. Ich bin arbeitslos. Ich sage, ich habe das Geld nicht dafür und so weiter. Also ich kann das gut kaschieren, weil... Also die Linie von deiner Seite aus ist ja auch völlig klar, dass du natürlich Nein sagst und dass du ja schon intuitiv auf Abstand jetzt gegangen bist zu ihm. Ne? So ist es ja. Die Frage ist jetzt, ob du es jemandem sagst. Ne? Ich war schon ein paar Mal kurz davor, meiner Mutter das zu sagen, aber irgendwie immer wieder kommt dann die Angst innerlich auf. Die glaubt dir nicht, die meint dann, ich würde spinnen oder irgendwas. Ich traue mich hier. Hast du denn den Eindruck, dass deine Mutter so reagieren würde, wenn ihre eigene Tochter das erzählt? Ich weiß es nicht. Wir haben schlechtes Verhältnis nicht, aber wir haben ein komisches Verhältnis, weil sie auch krank ist und... Warum möchtest du es ihr denn erzählen? Weil es mir vor Seele brennt. Ja. Ja, das finde ich verständlich und das finde ich auch legitim. Also das Einzige, wo man drüber nachdenken sollte, ist, ob deine Mutter, wenn du es ihr erzählst, ob ihr gemeinsam das dann noch der Oma erzählt und den alten Leuten da noch den Lebensabend kaputt macht. Das ist jetzt die Frage. Was ganz klar ist, ist, finde ich, auf radikale Distanz gehen. Ich bin entsetzt, dass du überhaupt dir vorstellen kannst, dass deine Mutter das dir nicht... Aber wenn du sagst, das Verhältnis ist sowieso nicht so gut zwischen dir und deiner Mutter, warum willst du es dann gerade deiner Mutter erzählen? Ich weiß nicht, sie ist das eins, was ich noch habe halt. Weil ich habe keinen Vater mehr und ich hänge nun mal dran. Was würde passieren, wenn sie sagt, ach, das stimmt doch nicht, du spinnst? Ich weiß es nicht. Dann wäre das für dich natürlich eine weitere Verletzung und in all der ganzen Sache noch ein weiterer Schlag. Ja. Ne, so ist es. Ja, das ist schwierig zu sagen, Kerstin. Das musst du einschätzen, wie die Stimmung ist zwischen dir und deiner Mutter. Wenn dir das so auf der Seele brennt und du denkst, das tut dir gut, es ihr zu sagen, dann sag es ihr. Andererseits, wenn du einschätzt, dass die so seltsam darauf reagieren könnte, dass es dir hinterher noch schlechter geht, wenn du es gesagt hast, dann solltest du es verschweigen. Das ist sehr schwierig. Das hört man so oft überall in den Nachrichten, dass es immer zwischen Familienmitgliedern passiert und dann die anderen denken da gar nicht dran und dann weiß ich nicht, habe ich die Angst, dass meine Mutter dann sagt, du spinnst doch oder ich weiß es nicht. Also ich bin schon mal beruhigt, dass du da nicht in der Nähe wohnst, dass du mit dem nichts zu tun hast, dass wenn du willst... den überhaupt gar nicht siehst. Ne? So ja, meine Familienmitglieder sagen schon, warum kommst du nicht mal, komm doch mal und so. Und wir sehen dich so selten, aber ich habe Angst, weil, wie gesagt, ich gehe da nicht allein hin. Habe ich dich ja gerade schon gefragt, hat die Mutter das denn auch schon mal gesagt, warum bist du so zurückhaltend? Ja, warum ich so selten dahin fahre. Ach, das hat sie doch gesagt. Ja, aber ich weiß nicht, manchmal... Da habe ich so den Gedanken, sag es eher, dann ist es besser und so, dann weißt du auch Bescheid, aber dann kommt wieder mal der Gedanke und wenn sie dir nicht glaubt und...
Kerstin, du musst für dich abwiegen. Du musst das überlegen, in welchem Verhältnis das zueinander steht. Die Erleichterung ist deiner Mutter zu sagen, oder es auszuhalten, es ihr nicht zu sagen. Auf der anderen Seite, wenn sie wiederum dir nicht glaubt, das ist ein schlechtes Gefühl und das ist ein schlechtes Gefühl. Was ist ein schlimmeres Gefühl? Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich werde noch irre mit dem Gedanken allein. Dann sag es ihr. Dann sag es ihr und je nachdem, wie sie reagiert, wir können ja mal so verbleiben, dass wir einfach mal in Kontakt bleiben. Wir werden dich nochmal anrufen in den nächsten Tagen. Und dann können wir nochmal miteinander sprechen oder du sprichst dann auch mit meinem Psychologen. Und dir können dir dann gegebenenfalls auch helfen, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt. Sollen wir es so machen? Ja. Also wenn ich merke schon, dass es dir doch so auf den Nägeln brennt, dann sag es. Und wie die Reaktion war, dann können wir dir vielleicht ein bisschen helfen, dann weiter damit umzugehen. Okay? Sollen wir es so machen, liebe Kerstin? Okay. Ja, okay, danke. Alles Gute. Tschüss. So, ich frage mal einfach meine Regie, mit wem es weitergeht. Mit dem Klaus-Peter. Klaus-Peter ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Klaus-Peter. Ja, du, pass auf, ich gucke schon seit Jahren deine Sendung. Ja. Finde sie ganz toll. Ja. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ja, du kannst gerne, sehr laut. Ich habe sie schon auch leise gemacht. Ja. Ja, pass auf, ich bin eigentlich froh, dass ich mal durchgekommen bin nach Jahren. Ja. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe vor 2-3 Monaten etwa eine Frau bei dir erlebt, die Probleme mit Fetischismus hat, die nur noch mit Gegenständen kann und gar nicht mehr so mit Menschen. Also ich bin auch so ein Fall. Mhm. Wie ist es denn bei dir? Wie es bei mir ist? Ja. Ich stehe auf Reitung, also erstmal ich bin heterosexuell eingestellt. Okay. Nicht irgendwie homosexuell. Ja. Ich habe viele Sachen von Frauen. Mhm. Und dann so, also stoffmäßig so Nylon oder früher auch Dederon genannt zu dieser Zeit. Also Sachen von Frauen und heißt Kleidung von Frauen. Kleidungsgewehr, ja. Anoraks, Blusen, Röcke, ja. Alles, was man sich so da vorstellen kann, habe ich ein ganzes Sammelsurium. Also. Strümpfe, Schuhe, alles? Ja. Perücken ja, auch? Schuhe nicht. Nee. Mhm. Ja, und damit gehe ich dann ins Wasser, beziehungsweise also in draußen ins Wasser. Wie? In Bäche. Sehen. Ach, du ziehst dich an wie eine Frau? Ja, und dann gehe ich da ins Wasser oder mache es zu Hause in der Badewanne oder in der Dusche und ja, und mache mir es dann selber. Und das ist sogar so weit gedient, dass wenn ich bin in einer Partnerschaft seit 8 Jahren, ja. Dass ich also auch mit meiner Freundin kaum Geschlechtsverkehr habe, also überhaupt nicht, um zu sagen, weil durch diesen Fetischismus ist der schon so, dass ich den gar nicht mehr richtig hochkriege und wenn, dann nur ganz kurz. Weiß sie von deinem Fetischismus? Und die Frau selber interessiert mich gar nicht. Deine Freundin interessiert dich selber gar nicht? Also so als so nackig. Ja. Also ein Alter, ohne Bekleidung, ne? Weiß denn deine Freundin von deinem Fetischismus? Ja, das weiß. Wir waren sogar in Berlin in der Charité. Ja. Bei einem Professor, der sich damit beschäftigt hat. Und der hat gesagt, naja, dann kann man eigentlich gar nichts machen. Ja. Und man muss da irgendwie sehen, wie man damit leben kann, also wie wir unsere Partnerschaft dann dabei, und hat auch gesagt, sie soll das trennen zwischen dem Liebesakt selber und der Sache mit dem Fetischismus. Und war das soll dann in meinem Film bleiben, aber das klappt aber auch nicht. War das ein Psychiatrie-Professor? Oder welche Sexualmedizin. Sexualmedizin, ja. Und der hat es so gesagt, dass man da gar nichts machen kann. So richtig, nee, das wäre, also wenn ich es richtig verstanden habe, das ist auch eine zweite Frage, hat er sich so geäußert, dass eben es drei Neigungen gibt, heterosexuell und homosexuell und das wäre dann halt die dritte Neigung, so in diese Richtung Fetischismus. Ja, grob eingeteilt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, vielleicht. Aber lass mich bitte nochmal fragen, nach diesem, das finde ich merkwürdig, das habe ich so auch noch nie gehört. Du ziehst dich an wie eine Frau, ohne die Schuhe von der Frau anzuziehen. Naja, Moment, ja, ich mache das aber bloß als Ersatz. Weil wenn ich eine Frau hätte, die das machen würde, dann würde ich das auch nicht selber anziehen. Die was machen würde? Diese Sachen anziehen würde und ins Wasser gehen würde. Achso, es hängt mit dem Wasser zusammen. Aber lass mich noch fragen, was deine Person anbelangt. Nochmal, du ziehst dich an wie eine Frau. Du ziehst keine
Schuhe an von der Frau? Nee. Also habe ich das in meiner eigenen, weil ich noch keine habe oder ich habe darüber noch nicht groß nachgedacht. Okay, dann gehst du also mit Rock und Bluse und weiß ich was, ja. Gehst du auch geschminkt und nee, das nee, nicht? Nee. Also nur, geht, kommt nur auf diesen Stoff an. Den Stoff an? Das ist so, wie hast du es gerade, das ist so eine Art Synthetikstoff, ne? Ja. So Polyester, Nylon und so in die Richtung. Genau, was man früher so hatte. Bitte? Was man früher so hatte, was die Frauen früher so... Nur was heute auch so kommt noch. Ja. Anoraks und sowas. Ja. So, jetzt gehst du damit, was ich sehr kurios finde, in Bäche. Du setzt dich dann in Bach rein. Ja, oder See oder was gerade an Wasser da ist. Im Sommer oder im Winter auch? Na, im Winter weniger. Weil es kalt ist. Habe ich früher mal gemacht, aber jetzt nicht mehr. Dann sitzt du da eine Weile in dem See oder in dem Bach. Und es erregt mich dann und dann... Naja. Es erregt dich, weil du diese nassen Frauensachen an deinem Körper spürst. Nee, auch weil ich das sehe. Weil das ist so Rascheln, es ist nicht bloß, weil ich das fühle, es geht nur um das Fühlen weniger. Es geht auch mit, aber es geht um das Rascheln, um das Glänzen und so weiter. Mhm. Du hast dann wahrscheinlich auch so einen Frauenslip an oder so? Nee. Muss ich auch dazu sagen, ich leide auch ganz schwer, also wenn ich so sagen soll, wenn es regnet und ich Frauen begegne. Ja. Also das erregt mich sehr mäßig. Also okay, das ist ein anderer Aspekt. Die Frage war noch, ob du auch einen Frauenslip dann anhast, wenn du... Nee. Sondern einen Herrenslip oder gar nichts? Gar nicht. Gar nichts. Ach so, also wenn du auf der Straße durch den Sommerregen gehst und da kommen dir Frauen entgegen, die klitschnass sind, wirst du verrückt. Oder Regenschirm seid oder sowas. Mhm. Schon die Regenschirme so. Mhm. Das Ganze kann auch passieren zu Hause in der Badewanne, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Und dann befriedigst du dich danach dann selbst. Richtig. Weil dich das irre anmacht, die ganze Sache. Ja, genau. Du bist jetzt 42 Jahre alt. Wie viele Jahre hast du schon diesen Fetisch? Eigentlich schon immer. Und ist wahrscheinlich immer stärker. Seit meiner sexuellen Entwicklung angefangen hat. Und dann ging das so peu à peu wahrscheinlich, immer ein bisschen mehr. Ja, das ist wie vor uns das, ich hatte ja vor uns, ich gucke ja schon die Sendung so ein bisschen, ja. Und habe ich ja das hier mit der Vergewaltigung, nee, ach Quatsch, also die Vorvorgängerin, also die vorletzte vor mir, und der hat gesagt, da bilden sich dann so ein Ritual daraus. Mhm. Und so fährt sich das auch bei mir ein, dass das so Rituale sind. Das muss doch für deine Partnerin sehr, sehr, ja, sehr schlimm letztendlich sein. Es war auch bis jetzt schlimm. Sind doch alle, wie gesagt, es ist auch die erste Frau, mit der ich mich da so anvertraut habe, die auch einiges da schon mitgemacht hat. Ja. Aber sie ist eben der Meinung, weil ich eben vor meiner Partnerin, die habe ich jetzt 8 Jahre, eben noch niemanden hatte. Ja. Also ich hatte zwar Beziehungen, aber die sind auch relativ kurzzeitig immer zerbrochen, auseinandergegangen. Und es ist auch die erste, die sich da richtig intensiv damit beschäftigt und das auch schon mal mitgemacht hat. Aber nur dir zuliebe, nicht weil sie es toll fand. Nee, nicht weil sie es toll fand. Ja. Und sie hatte dann auch gesagt, naja, das nutzt ja sowieso nicht, weil ich ja dann gleich mit der Tür ins Haus gefallen bin. Ja. Und gesagt habe, naja, kannst ja ruhig mal machen und so, nee, es bringt ja nichts. Ich halte das mal fest, was du vorhin gesagt hast. Ja. Wenn du eine Partnerin hättest, die das mitmacht, würdest du dich nicht in die Frauenklamotten reinzwängen. Dann findest du das toll? Das ist praktisch bloß der Ersatzhandlung. Es kommt auch manchmal vor, dass ich sie gar nicht anziehe, dass ich sie nur berühre. Ah ja, also wenn deine Partnerin immer mit den Klamotten in die Badewanne steigen würde und dann wärst du schon zufrieden? Nee, so richtig nicht, nee, weil es kommt dann nun dazu, weil ich ja noch, meine erste ist, wie gesagt, die hatte ich also mit 35 kennengelernt und ich nun hier mit Stellungsspiel und so nicht sehr bewandert bin. Mhm. Also wie gesagt, ich kann mir da auch sehr nicht beholfen und ich bin ja nur auch für mein Gewicht ein bisschen zu klein, also wie gesagt... damit wäre dir nicht geholfen, wenn sie das... Was wäre denn die Idealvorstellung für dich? Ja, was ich im Internetclub gesehen habe, so bei Internetwebseiten, ich habe aber leider noch keinen Club gefunden, so einen Club, die das machen und dann auch die erotische Komponente oder die Partnerkomponente denn haben. Das wäre also, der Idealfall, so wo ich auch Platz habe, nicht ja? in der eigenen Badewanne. Aber dann müsstest du dich nicht so anziehen, dann würde es ausreichen, wenn die Frauen das machen. Das ist richtig. Ich könnte nackig sein oder von mir Sachen anhaben. So wollte ich es wissen. Eigentlich muss deine Partnerin doch, so wie die Konstellationen jetzt sind, muss die doch unglücklich sein, oder? Ist auch. Mhm. Weil wie gesagt, wenn wir uns sexuell sehen, immer nur Französisch. Ja. Ja, und meine Schwester hat ihr schon mal das Jux in Vibrator geschenkt. Ich meine, mit dem arbeiten wir jetzt auch neuerdings. Also hat für mich erstmal Überwindung gekostet, das Ding da überhaupt mitzunehmen.
wenn wir da sind, weil ich mache es ihr sonst eigentlich nur Französisch und sie möchte es aber auch ein bisschen anders haben. So, und jetzt sagt der Professor der Sexualkunde sogar zu euch, da kann man nichts machen, da müsst ihr euch jetzt irgendwie mit abfinden. Ja. Ist natürlich ein hartes Urteil, ne? Naja, weil ich hatte jetzt eigentlich noch ein bisschen Hoffnung an dich und deine Sendung, weil du immer sagst, was ist ein Psychologen, ob man da vielleicht nicht irgendwas leiten und bauen könnte, dass ich da vielleicht mal mit ihnen spreche, weil er hat es so gesagt. Was wäre denn dein Wunsch? Wie, du liebst deine Partnerin? Ja. Ja. Naja, also, wenn man es denn so sagen will, ja. Naja, es kommt wohin willst du? Was könnte Hilfe für dich bedeuten oder für euch bedeuten? Was könnte Hilfe für mich bedeuten? Habe ich noch nicht groß drüber nachgedacht. Ja, ist aber die entscheidende Frage, ne? Ja, ist richtig. Das ist die entscheidende Frage. Hilfe. Ja, eigentlich hatte ich ja, eigentlich Hilfe bedeutet, dass ich das vielleicht den Fetischismus ablegen kann. Wirst du wahrscheinlich nicht können, wenn das du... Das kann ich nicht. Nee. Also wenn dann eben auf meinen Fetischismus eingegangen wird. Aber das ist ja für meine Partnerin so, aus meinem Umfeld habe ich gehört, das ist ja auch eine sehr, sehr, sehr schwere Sache. Also ideal wäre es, wenn du eine Partnerin hättest, die mit diesem Fetischismus sehr gut umgehen kann. Und ihr euch da irgendwie... Meine Partnerin wäre sogar so weit, dass sie sagen würde, also wenn ich so einen Club hätte, könnte ich auch da hingehen. So ein Wam-Tech-Club oder... Ja, also da ist jetzt aber Hilfe extrem schwer, Klaus-Peter. Ah. Du sagst nicht mal klar, dass du die Frau liebst. Naja, es kommt darauf an, wie man Liebe definiert. Ja. Ich bin eigentlich ein Mensch mit einer sehr altmodischen Einstellung. Also muss ich das sagen, also ich passe halt nicht so richtig mehr an die Zeit. Möchtest du denn mit ihr zusammenbleiben? Eigentlich ja. Möchte sie mit dir auch zusammenbleiben? Ja. Ja. Würde sie denn mal mitgehen in so einen Club? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also ist immer ein Problem da. Also wäre wahrscheinlich die Ideallösung, dass ihr sagt, okay, wir kommen im Alltag vielleicht gut klar miteinander, wir sind so ein Team, wir leben zusammen, so wie gute Freunde, aber du gehst deinen eigenen sexuellen Interessen nach und du müsstest ihr dann auch die Freiheit geben. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich die vernünftigste Lösung überhaupt. Mhm. Wenn ihr 8 Jahre schon versucht, irgendwie aneinander zu kommen, dann auch noch, ich meine, das ist ja schon mal ein Schritt, zu einem Professor der Sexualkunde zu gehen und sich dann so beraten lässt und dann auch so ein Resultat rauskommt. Mehr werden wir dir hier auch nicht sagen können. Du kannst gleich gerne mit meiner Psychologin noch ein bisschen sprechen. Klare Sache, aber da sind die Fronten so klar, dass man da wahrscheinlich keine goldene Lösung hinbekommt, Klaus-Peter. Okay, wir machen es so. Du legst mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Das heißt, die Anja, so heißt meine heutige Psychologin. Und vielleicht finden wir doch irgendwie einen kleinen Anhaltspunkt noch. Ja? Na gut. Ja. Okay. Mein Lieber, alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Unser Thema morgen heißt, meine Strafe war zu gering. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr etwas Schlimmes angestellt habt in eurem Leben, die ihr eine Schuld tragt und ihr habt vielleicht dafür gebüßt auch, aber letztendlich sagt ihr, das war zu wenig. Das war viel zu wenig für das, was ich angerichtet habe. Das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, sind die Leitungen geschaltet. Oder ihr könnt auch natürlich die ganze Nacht über mailen unter domian@wdr.de. Rabea ist hier. Rabea ist 17. Stimmt das? Ja, 17. Ja, hallo, guten Abend. Hallo Rabea, guten Abend. Ja. Deswegen rufst du mich an? Es handelt sich um meine Eifersucht. Oh. Ich bin total krankhaft eifersüchtig. Oh, das ist schlecht. Ja, das ist es irgendwie. Also ich kann noch nicht mal mit meinem Freund rausgehen auf die Straße. Und ja, wir können auch nicht mal Filme zusammen gucken und Poster irgendwie können auch noch nicht mal hängen. Ach, nicht mal Filme gucken, weil er eventuell irgendeine Schauspielerin gut finden könnte. Ja, genau. Und du rastest dann schon aus. Bitte? Und du rastest dann schon aus. Ja, also nicht richtig ausrasten. Also ich heule dann immer irgendwann einfach. Ja. Wie alt ist dein Freund? Mein Freund ist jetzt 20. 20. Und wie lange seid ihr zusammen? Seit 1 Jahr und 4 Monaten. Ja. War das von Anfang an so schlimm? Oder hat sich das im Laufe der Zeit verschlimmert? Ja, das hat sich eigentlich schon verschlimmert. Also mit der Zeit. Das war früher schon so, dass ich halt keinen Fernseher gucken konnte, aber ich konnte noch rausgehen. Da hatte ich auch einen anderen Freund noch. Jetzt bin ich halt mit ihm zusammen und jetzt ist es halt total schlimm. Das heißt, wenn ihr geht nicht mal irgendwie in die Disco oder in ein Café? Nee, oder? Überhaupt nicht. Ja, was macht ihr dann, wenn ihr Zeit habt? Ja, weiß nicht. Also wir sind dann meistens bei ihm. Und ja. Fernsehen fällt auch flach. Was macht ihr dann? Außer kuscheln. Also wir gehen dann auch schon manchmal irgendwo hin, aber dann halt nur, wenn da kein Mädchen ist.
Aha. Aber Mädchen sind doch fast, fast überall. Ja, das ist ja das Problem. Und jetzt gerade auch im Sommer, wo ja, alle... Könnte sich ja in Männergesangsverein gehen oder sowas, wo keine Frauen sind. Nee, das geht auch nicht. Ich weiß. Deswegen ist das ja auch alles so schrecklich. Weil also, Freibad ist auch nicht möglich. Um Gottes Willen. Ich auch sowieso nicht hin, weil ich halt selber auch mit meiner Figur nicht so richtig klarkomme. Wie ist denn deine Figur? Ja, ich war früher halt mal ein bisschen dick. Und das bin ich halt heutzutage immer noch so ein bisschen... Wirklich? Oder bildest du dir das nur ein? Wie also, sagen wir mal die Größe und das Gewicht. Also ich bin so 1,63 groß, ja, und wiege jetzt so zwischen 58 und 60 Kilo. Ja. Also das hört sich jetzt nicht so an, aber das sieht man halt an den Oberschenkeln oder am Hintern. Ich verstehe schon. Objektiv gesehen ist das okay, aber dir macht das Probleme. Ja. Ne, so kann man sagen. Genau. Ja, aber nochmal gefragt, ihr hängt dann nur zu Hause rum. Naja, eigentlich nicht. Also wir gehen auch im Sommer zum Beispiel, waren wir auch auf Wiesen ganz viel. Aber das muss auch schlimm sein. Da gibt es auch viele knackige junge Mädels, die vielleicht sogar... Also ich wohne auf dem Dorf und da ist das nicht so. Da kann man raus. Ach so. Also ihr geht dann in die freie Natur, da genau, wo möglichst wenig Menschen sind oder vielleicht ja, ältere Leute spazieren gehen oder... Das ist immer so am besten. Mhm. Aber wie reagiert er denn da drauf, auf so ein Verhalten deinerseits? Ja, also eigentlich, also für... Also nicht schlimm, also er ist nicht genervt, er zeigt das nicht so, er ist bestimmt genervt, aber er zeigt das nicht so und geht dann auch auf mich ein und wenn ich dann weine, dann tröstet er mich natürlich, aber manchmal kann ich mir schon denken, dass er damit ganz schlecht zurechtkommt. Beispielsweise? Weil er auch einige Sachen zum Beispiel sagt er schon, glaube ich, ab und geht er erst gar nicht hin irgendwie, um mich nicht zu verletzen oder so. Darf er denn alleine mit seinen Kumpels? Ja. Das also darf ich er. Ich verbiete ihn auch nicht. Ja. Aber da kann es ja auch passieren, dass er manch ein nettes Mädchen anguckt, wenn er mit den Jungs unterwegs ist. Das ist dir egal dann? Nee, das ist mir nicht egal. Darüber denke ich dann irgendwie die ganze Zeit immer nach. Und auch wenn er in der Schule ist, also er hatte auch ein Auto, jetzt irgendwie kurzzeit nicht. Ja. Und deswegen fährt er mit dem Bus und dann denke ich mir auch die ganze Zeit, er sitzt im Bus und sieht dann irgendwelche Mädchen. Das Böse ist überall. Ja. Ja. Und im Sommer ist es noch schlimmer, ist mir schon klar. Nochmal auf das Fernsehen bezogen. Es ist völlig unmöglich, dass ihr irgendwelche Sendungen zusammen guckt, auch nicht Shows. Es ist eigentlich unmöglich, ja. Also ich, wenn dann gucke ich mir das vorher an und gucke, ob da irgendwie eine Frau ist, die toll aussieht ja, oder irgendwie rumläuft. Da tritt dann bei Stefan Raab Yvonne Katterfeld auf, zum Beispiel. Da kannst du, schaltest du weg, oder wie? Ja, ich kann auch erst gar nicht den Fernseher anmachen. Zum Glück habe ich ja auch das Glück halt, dass er auch so von sich selbst nicht so viel guckt. Ja. Aber, und das bezieht sich, ich frage das so ausführlich, weil ich das wirklich mir da so vorstellen muss, das bezieht sich auch auf Spielfilme. Du kannst auch kein Spielfilm mit ihm gucken, wo nette junge Frauen mitspielen. Nee, das macht mich total innerlich, weiß ich nicht, dann kriege ich so ein ganz komisches Gefühl und danach muss ich dann immer weinen. Da musst du weinen. Rabea, das ist die Hölle, was du da machst. Ja. Das ist die Hölle. Der Typ ist nicht mehr lange bei dir, ich sag's dir voraus. Das sagen wir alle, ja, aber er bleibt bei mir. Bitte? Glaube ich ihn auch. Also er sagt immer, er bleibt bei mir. Der bleibt nicht bei dir. Das hält kein Mann aus. Das macht man eine Weile mit, aber irgendwann hast du die Faxen so dicke, dann kotzt es dich so an. Ich sag ja auch schon nichts. Also er merkt das ja, wenn ich dann irgendwie schlecht drauf bin oder irgendwie verheult aussehe. Ja. Manchmal sage ich ihm dann noch, ja, da war die und die wieder und jetzt auch beim Kollegen einfach reingekommen, hab gesehen, dass da eine saß und musste rausgehen. Ja, und dann habe ich den ganzen Abend geweint und konnte auch nicht irgendwie... Ja. Und glaubst du, das macht ein Mann lange mit? Nee, aber er liebt mich ja auch, sagt er. Ja, aber irgendwann ist die Liebe sowas von kaputt gemacht durch so ein Verhalten, dass der froh ist, wenn er dich los ist. Ich sag dir das so klar, weil es was 100%... Das macht mir auch Angst. Also das kann ja auch sein und deswegen weiß ich auch nicht, was ich mache. Der ist, das habe ich gerade nicht verstanden, ist der noch, geht der noch zur Schule? Ja. Ja, das heißt, da ist er auch ständig konfrontiert mit Frauen. Ja. Ne? Ja, so hast du es gar nicht. Wenn er Sportunterricht hat, das macht auch immer Sorgen. Mhm. Ja, also das eher die erste Maßnahme, die du da an dir selbst unternehmen musst, ist Selbstdisziplin. Dass du dich einfach dazu zwingen musst, Dinge zu tun, die dir im Moment unmöglich erscheinen. Dann gehst du mit dem ins Freibad, dann gehst du mit dem ins Kino. Das habe ich auch schon mal versucht. Ja, und dann musst du, wenn es nicht funktioniert, dann versuchst du es nochmal. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann versuchst du es nochmal. Nur so geht es. Das macht mich so fertig. Das ist egal. Das ist völlig egal. Du kannst dann nur mit einer radikalen Eigentherapie vorgehen. Sonst bist du irgendwann eine absolut einsame junge Frau. Ja, das glaube ich nämlich auch.
Also weil ich will jetzt auch nach dieser Beziehung niemals wieder, glaube ich, einen Freund haben, weil es mir ohne, glaube ich, viel besser geht, weil so macht es mich einfach nur fertig. Ja, du leidest ja auch darunter. Ja. Du leidest darunter und es ist für ihn natürlich ein permanenter Misstrauens, eine permanente Misstrauensunterstellung. Zur Liebe gehört Vertrauen. Und da muss man auch dem anderen einen Freiraum geben können, dass der sich auch mal ein anderes Mädel anguckt. Du lieber Himmel, wo sind wir denn? Das ist doch nicht schlimm. So, aber letztendlich liebt er dich. Und dieses Vertrauen muss da sein. Und wenn man permanent unterstellt, er lügt, und das tust du ja. Das tue ich nicht. Ja, aber das tust du letztendlich, wenn du misstraust ihm ja. Das eigentlich, ich glaube ihn ja eigentlich auch. Also. Aber dennoch wurmt es dich. Bitte? Aber dennoch wurmt es dich, wenn er das tut. Ja, aber er kann ja auch noch nicht mal was dafür. Das ist es ja. Ja. Also ich sage ja auch immer, er kann ja nichts dafür. Mhm. Das ist ja einfach nur mal so. Es liegt es vielleicht auch daran, dass du eben mit dir selbst so große Probleme hattest und eben noch hast? Kann sein, das dachte ich auch vielleicht schon mal. Ja, das glaube ich schon. Wenn du früher dick warst und darunter gelitten hast, war das eine lange Zeit, viele Jahre so? Ja, ungefähr bestimmt. Ja, naja, so lange halt auch nicht, alles 5 Jahre. Naja, das ist schon sehr viel. Da hast du natürlich deine Komplexe, hast du da weg. Und die haben sich ja eingebrannt. Und wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt objektiv sehen würde, wenn du mir gegenüber sitzen würdest, würde ich sagen, Mensch, du siehst doch toll aus, mach doch nicht so ein Terz. Aber das ist egal, wenn du empfindest dich als anders. Und darum geht es. Und deshalb hast du immer ein Minderwertigkeitsgefühl sogenannten schönen Frauen gegenüber. Und denkst immer, die sind toller als du. Und denkst auch, dass dein Freund die toller findet. Und so ist das immer ein Teufelskreis. Das heißt, vielleicht ist es wirklich so tief eingebrannt bei dir, dass du für dich alleine was unternehmen müsstest. Da geht es ja gar nicht um die Eifersucht, sondern dass du lernen musst, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Und wenn du das tust, bist du vielleicht auch lockerer deinem Freund gegenüber. Das kann sein, aber wie soll man das tun? Das kannst du nur mit einem Psychologen zusammen schaffen. Ja. Diese Eifersuchtssachen, die kannst du ein bisschen trainieren, wie ich es gerade gesagt habe. Aber ich glaube ja auch, dass das viel tiefer wurzelt bei dir. Da brauchst du schon ein bisschen Hilfe von außen. Hm. Da müsstest du dann auch bereit sein, dich auf sowas einzulassen. Ich wollte das auch schon mal machen, aber dann habe ich das irgendwie doch nicht gemacht. Ja, aber du hast ja hier schon mal angerufen, ist ja auch schon mal ein Schritt. Ja. Vielleicht ist das denn der nächste Schritt in diese Richtung, das wäre ja nicht schlecht. Das machst du für dich und das machst du für deine Beziehung auch. Aber du machst das eben auch für dich, weil du darunter ja auch leidest. Ja, auf jeden Fall. So, wenn du noch einen Tipp haben möchtest, wie man das einfädelt mit so einer Therapie, kannst du gerne von uns haben. Ja. Ja? Aber ich kann ja sonst auch noch mal hier im Umkreis dann noch mal fragen. Also. Ja, aber wir bieten dir das gerne an, wenn du möchtest. Muss auch nicht sein, wie du willst. Sollen wir dich noch mal zurückrufen? Ja, das könnt ihr auch tun. Okay, dann machen wir das gleich. Ja, danke schön. Liebe Rabea, okay. Alles Gute wünsche ich dir und ja, viel Erfolg. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Mike. Mike, jetzt habe ich nicht gedrückt. Hier ist er. Mike, 20 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Mike. Was führt dich zu mir? Ich möchte mit dir über meinen Freund sprechen. Mhm. Was ist da los? Der ist jetzt für 9 Monate nach Afghanistan gegangen. Und als Soldat, oder was? Ja, als Soldat. Mhm. Er ist Soldat für 4 Jahre. Und das Problem für mich ist einfach, ich habe nicht die Angst, dass er irgendwie verletzt wird oder getötet wird oder so. Das Camp ist ja an und für sich ganz sicher. Mhm. Das Problem für mich ist einfach, wir schreiben uns E-Mails, wir können demnächst auch telefonieren und er hat mir schon so viel geschrieben über die Armut, über das schreckliche Leben, was da unten einfach herrscht und dass ihn das sehr stark prägen würde. Und ich habe einfach Angst, dass er nicht mehr der ist, in den ich mich verliebt habe, wenn er zurückkommt, dass er dann ein anderer Mensch ist, dass er andere Ansichten hat und so weiter, dass das einfach nicht mehr passt. Die Sorge hätte ich nicht. Weißt du warum? Weil, sag ich dir ganz spontan, weil ich glaube, wenn jemand solche besonderen Erfahrungen macht, und die macht er da ja im Moment, wird er daran er wird daran wachsen. Meinst du? Ja, bin ich ganz sicher. Und dieses daran wachsen wird nicht zur Folge haben, dass ihr nicht mehr gut miteinander könnt. Nein. Ja, sprich. Nee, also ich glaube wirklich, dass jemand von so etwas natürlich auch sehr profitiert und dass ihn auch sowas macht ihn auch reifer. Es sei denn, du hast die Angst, dass er schneller reifer wird, als du reif wirst. Nein, das Problem habe ich nicht. Nee. Nein. Nee, wirklich, dann hätte ich gar keine Sorge. Dann wird er vielleicht noch ein besserer Typ, als das jetzt ist. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Ich hätte viel mehr Sorge, wenn ich in deiner Situation wäre, dass ihm da irgendwas passiert. Ja. Aber ich will ja keine Angst machen, aber die Gedanken hat man ja. Natürlich, die hatte ich auch. Aber ich meine, um jetzt eine Szene zu beschreiben, er ist da unten angekommen, er ist jetzt seit knapp 2 Wochen dort unten. Mhm. Und zur Begrüßung gab es einen kleinen Unfall vor dem Camp, da ist ein Dieselkanister gleich explodiert. Mhm. Und es wurde sofort das gesamte Camp so in Bunker evakuiert und so weiter und so fort. Und es wurden ja auch so Vorbereitungsseminare und Übungen gemacht und so weiter. Also ja, das ist nicht zu vergleichen mit dem Irak. Wenn er in den Irak gekommen wäre, Gott sei Dank kommen da keine deutschen Soldaten hin, aber wenn das der Fall wäre, dann müsste man weiß Gott mehr Angst haben. Natürlich, natürlich. Kann er mal einen Besuch machen, nach Deutschland kommen, während dieser 9 Monate, oder ist er jetzt wirklich 9 Monate da unten? Nee, in 2 bis 3 Monaten kann er vielleicht runterkommen, also wieder hier hochkommen. Ja. Und ihr könnt miteinander kommunizieren, das geht? Ja, via E-Mail und vielleicht demnächst telefonieren. Ja. Ich kann auch verstehen, dass man natürlich erstmal traurig ist. Wie lange seid ihr zusammen schon? Seit Dezember erst. Ja, dann ist man natürlich auch kribbelig und das ist blöd, wenn man frisch verliebt ist und jemand dann so lange weg ist und so weit weg ist. Ja. Das macht zu schaffen, würde mir auch zu schaffen machen. Aber die Sorge, die du am Anfang formuliert hattest, die, glaube ich, musst du dir gar nicht machen. Das ist, glaube ich, gar nicht nötig. Der wird davon profitieren, bin ich sicher. Das will ich hoffen. Ja. Mein lieber Mike, hoffentlich hält eure Liebe. Dankeschön. Alles Liebe, alles Gute. Und wenn du ihm mal meldest, bestell ihm einen schönen Gruß von mir. Mach ich. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute. In der Technik war Malte E-Mails. Morgen heißt unser Thema, meine Strafe war zu gering. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Die Leitung schaltet 0800 220 50 50.